Willkommen bei Ground and Pound TV, Elias Stefanescu hier in Dortmund mit den Inhabern von Cuidado Sports, kann man glaube ich so sagen. Ja, an meiner Seite, neu aufgemacht, Cuidado Sports in Dortmund. Aber bevor ich jetzt über Cuidado Sports rede, spreche ich dich nochmal kurz an. Dich kennt man ja als Veranstalter besonders. Real FC fand vor kurzem statt. Erzähl uns ganz kurz, wie es lief und ja, was du dort alles erlebt hast. Ja, was ich alles erlebt habe, da könnten wir ein Interview mal so einiges von 2 Stunden hier füllen, aber ganz kurz aufs Wesentliche fokussiert, die Veranstaltung an sich war sehr gut, schön vom Ablauf her, schön von den Kämpfen her, von dem einen oder anderen Team war ich halt ein bisschen enttäuscht, dass sie dann nicht gekommen sind, ist halt schade, ne? Verletzungsbedingt, wie das halt eben so ist. Es ist alles super verlaufen. Wie gesagt, die Teams, die da waren, die sind auch zufrieden gewesen von der Organisation her. Und ich denke mal, das ist auch eine gute Basis, auf der wir weiter aufbauen können. Vierte ist auch schon in Planung. Termin steht noch nicht ganz fest. Aber ich denke mal, wir beide werden uns dann nochmal sehen und werde ich dir nochmal ein bisschen mehr was davon. Genau, das hört sich gut an. Bleiben wir vielleicht dann eben bei Cuidado Sports. Wie gesagt, neu aufgemacht. Hanni, ich frage dich einfach mal, was spielst du hier für eine Rolle? Man sieht, du rennst die ganze Zeit rum, berätst Leute, erzähl ein bisschen. Verkaufe. Ich bin Ernährungstrainer, wie man auch hier sehen kann. Wir haben jetzt zig Nahrungsergänzungsprodukte hier und das versuchen wir jetzt an den Mann zu bringen. Jeder hat natürlich ja, anderen Bedarf, ne? Und da müssen wir auch dementsprechend auch beraten. Das mache ich hier unter anderem. Trainer bin ich auch, Personal Trainer, Fitness Trainer und hier kann jeder hinkommen, der was von sich hält, vor allem aus allen Sportarten, denn jeder hat halt einen anderen Bedarf. Individuelle Beratung steht bei uns hier ganz hoch und das bieten wir auch und ja, wir freuen uns auf jeden, der hier hinkommt. Ja. Ja, ich denke, da kann man sich nur anschließen. Genau, ist viel los hier, läuft gut. AJ, ich frage dich mal, wie kam es überhaupt dazu, ja, dass Cuidado Dortmund gegründet wurde? Wir haben dich ja letztens noch bei Cuidado Köln selbst gesehen. Boah, das war eine ganz wirre Geschichte. Nämlich hat mich, ja, wie des Öfteren mal, Willi dann mal angerufen und hat mich gefragt, ey Digga, ich habe was Geiles für dich und hast du nicht Bock? Und ich habe gesagt, ja, ich habe Bock und jetzt bin ich hier. So einfach geht's bei Cuidado. Kurz und knapp, genau. Und ich finde, in Dortmund haben wir sehr viel Potenzial noch. Es sind einige Kampfsportschulen, die dann halt noch eingedeckt werden können mit Equipment. Da liegt eher meine Spezialisierung drin, dass ich dann halt die im Equipment berate. Tan ist dann halt mehr für die Nahrungsergänzungsmittel zuständig. Und so ergänze ich das Ganze eigentlich auch, weil Cuidado Sports ist ja nicht nur Kampfsport, ist ja auch nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern die volle Bandbreite. Functional Wear und genau. Ernährungspläne erstellen wir ja auch. Also jeder, der da was braucht, helfen mir auch gerne was aus. Ne? Einfach reinkommen, jeder der abnehmen will, zunehmen will, der seine Gewichtsklasse vielleicht erreichen will, einmal draufpacken oder runtergehen, kein Problem. Wir haben alles hier, was man braucht, sogar noch mehr. Einfach mal reinkommen und sich überraschen lassen, sag ich mal. Genau, also uns kann wirklich jeder anquatschen, ob es jetzt ein Trainingsplan ist, ein Ernährungsplan, Beratung zu besonderen Produkten, zu Nahrungsergänzungsmitteln, zu ganz exotischen Sachen auch teilweise, von denen ich bis vor 2 Tagen noch nicht mal was gehört habe, habe ich jetzt auch viel dazu gelernt. Und ich denke mal, hier seid ihr auch gut aufgehoben, wenn ihr wirklich was darüber lernen wollt. Ich meine, wir haben nur einen Körper und den sollten wir wirklich auch pflegen und schonen und mit vernünftigen Mitteln versorgen. Sporternährung. Ja? Genau, ich spreche gerade Sport, Ernährung besonders an. Ich würde sagen, lasst uns vielleicht einfach eine kleine Tour machen, damit man sehen kann, was es hier alles gibt. Alles klar, let's go. Ja, wie ihr seht, machen wir einen kleinen Rundgang hier durch unseren neuen Cuidado Sports Dortmund Laden. Und vielleicht vorab schon mal etwas ein bisschen Untypisches für den Cuidado Sports Laden, unsere BVB Fußball-Ecke für die Lokalpatrioten unter uns, die den BVB lieben und Bock auf die Geschichte haben. Die können sich auch original hier die Sachen holen. Aber das ist halt nicht unser Hauptaugenmerk. Aber wie gesagt, jeder herzlich willkommen.
Genau, wir haben eine kleine Auswahl hier und jetzt kommen wir rüber zu den Nutritions, zu den Nahrungsergänzungsmitteln und ich glaube, da wird der Tan uns eben kurz was drüber erzählen. Gerne. Also fangen wir mal an zum Beispiel mit MySubs, ja, für die Menschen geeignet, die sich ihre Nahrungsergänzungsmittel selbst zusammenmixen wollen. Wir haben alles 100% reine Produkte, ja. Wir haben auch Geschmacksstoffe zum Beispiel hier. Vom Maltodextrin bis Dextrose, alle Aminosorten, alles einzeln da, ja, für jeden was dabei, der sich wirklich selber was zusammenstellen möchte. Keine Lust hat auf diese Fertigprodukte, wie man sehen kann. Dafür eignet sich MySubs hervorragend. Also einmal hier die Palette, zum Beispiel auch sehr gut für Soja, Whey, alles 100% sehr, sehr rein. Ja. Hier haben wir eine vordere Front, Rückfront auch. Zum Beispiel von Beta-Alanin bis Arginin oder Koffein-Caps. Ja. Vor allem für Studenten sehr gut geeignet. Wenn Prüfungsstress zum Beispiel ist, eignen sich die hervorragend. Bleibst du sehr lange wach. So, von MySubs gehen wir mal rüber zu Body Attack. Ist auch ein Partner von uns. Haben wir eine große Auswahl. Sehr viele Produkte von Body Attack stehen auch auf der Kölner Liste drauf. Vielleicht für die Sportler geeignet, die wirklich dopingfrei sich ernähren wollen, schadstofffrei vor allem. Für jeden Leistungssportler, aber auch Hobbysportler geeignet. So, kommen wir zu unserer kleinen Leseecke hier. Ja, hier haben wir auch zwei. Wunderbar. Diese tun, als würden die lesen. Wunderbar. Was habt ihr in der Hand? Genau, zeig mal kurz. Okay, Ground and Pound Zeitschrift, sehr gut, so muss es sein, weitermachen, top, läuft. Verkaufen wir übrigens hier auch, ja, also jeder, der die Zeitschrift erwerben möchte, kann gerne hier hinkommen, haben wir hier auch natürlich. So, was haben wir noch? Weider natürlich, Weider auch eine weltbekannte Marke, braucht man wahrscheinlich nicht viel zu sagen, spricht alles für sich. GATS gibt es in Dortmund nur bei uns oder halt im Internet, ist unsere eigene Marke. Und... gibt es halt, wie gesagt, nur bei uns. So. Was haben wir noch hier? So. Genau. Shaker und was, genau. SciTech darf natürlich in keinem Laden fehlen. Genauso wie die Shaker-Kollektion, die wir hier haben. Von Smart Shaker bis US Shaker. Normale Shaker haben wir natürlich auch hier. Trinkflaschen, ja. Eine riesen Auswahl. Im Lager haben wir sogar noch viel, viel mehr, also keine Panik. So, kunterbunt wird es hier mit SciTech, wie man sehen kann. Kennt auch der ein oder andere. Sehr geil im Geschmack vor allem, also auch sehr zu empfehlen. So, ein, zwei Trainingsgeräte kommen dann hier am Schaufenster. Kampfwesten, Gewichtswesten, Gewichtsmanschetten, Kettlebells. Ne? Auch wieder für jeden was dabei. Hoffe ich mal zumindest. So. Für die Frauen haben wir so eine kleine Linie. Figur-Shake, Balance-Shake. Pudding kann ich nur empfehlen. Schmeckt sehr, sehr geil. Sehr lecker. So. Genau, Terrabänder oder Gymnastikbälle, Togobälle. Sehr zu empfehlen für Leute, die wirklich Rückenschmerzen haben. Oder die einfach nur was für ihre Gesundheit tun wollen. Genauso wie die ganzen Vitaminpräparate hier. Ja. Auch wieder sehr, sehr rein, sehr, sehr hochwertig. Hochdosiert vor allem, sehr wichtig. Ja. Ne? Vitamine ohne Ende. So, dann gehen wir einmal hier um die Ecke. Ja, der Laden ist ja recht groß und weitläufig auch. So ein bisschen laufen. Hier haben wir so eine kleine Übersicht von Produkten, die wir so haben, von Kreatin, Trainingsboostern, unter anderem Fettburner. Ja, haben wir mal so hier platziert, damit man auch mal sehen kann, was wir so alles da haben. So, Chaos kann ich auch nur empfehlen. Top Trainingsbooster. Gibt es als Shot und als Pulver.
haben wir es. Dann gehen wir noch einmal hier ums Eck. Hier haben wir zum Beispiel noch All-Stars platziert und SRS. SRS kann ich wirklich auch sehr, sehr empfehlen. Vor allem, die haben Hammer-Spezialprodukte wie zum Beispiel das Glutapektin oder Creapektin, Amylopektin. Hammer-Produkte. Sollte man echt mal ausprobieren. Wenn man zum Beispiel Gewichtszunahme erreichen möchte, ja, aber ohne Zucker vor allem. Auf 100 Gramm hast du da locker 96 Gramm Kohlenhydrate, kein Zucker, spricht für sich. Dann haben wir hier nochmal zwei so, ja, rote Türme, rote Regale mit Body Attack. Alles, was das Herz begehrt, von Extreme Whey Deluxe bis Casein, 3XC Protein. Ja, dann übergebe ich jetzt mal an den AJ. Ne, dann geht es nämlich hier an das Equipment-Regal in dem Sinne. Ja, danke, Tan. ja, wie Tan gerade angesprochen hat, gehen wir kurz zum Equipment drüber. Und zwar hier jetzt die Wand. An der Wand seht ihr jetzt direkt alles rund ums Thema Schutz. Da haben wir wirklich von Headgear, von Top King, Bad Boy, über Handschuhe, von die Handschuhwand kommt gleich noch. Suspensorien haben wir hier von Shock Doctor oder 26. Von Cuidado haben wir MMA-Handschuhe, Phantom natürlich auch, darf nicht fehlen. Gel-Bandagen sind auch ziemlich praktisch, wenn man keinen Bock hat, Bandagen zu binden, stülpt man die einfach ganz schnell über und dann hat man die Handgelenke auch gut geschont. Kneepads natürlich, Ellbogenschoner, Schienbeinschoner, muss man nicht viel zu sagen, denke ich mal. Teilpratzen, Speedpads, Handwraps natürlich ganz klar für unsere BJJler. Vielleicht noch ein paar Gurte, kommen wir auch noch zu den Kimonos gleich. Und ja, wie gesagt, die Handschuhe haben wir dann nochmal linker Hand. Ach, für jeden Coach vielleicht auch mal was Praktisches von Bad Boy, das Body Shield. Wer keinen Bock hat, die Pratzen am Körper zu halten, kann dann gerne frei halten. Ja, unsere schöne Boxhandschuhwand, wie ihr seht, haben wir von primär von Top King und Everlast was. Adidas ist natürlich auch mit dabei und ich denke mal, wir werden noch ein, zwei Marken mit reinkriegen, Bad Boy, wie man sieht. Und unten drunter haben wir alle Shorts von hier, von den Thai Shorts, von Phantom bis über Bad Boy, MMA Shorts, Shock Doctor und 26, was auch immer ihr wollt, wir haben alles hier. Ja, das war jetzt die Functional Wear, natürlich Equipment. Wir haben auch eine große Auswahl von Under Armour. Trainingsanzüge, Schwitzanzüge, Hoodies, T-Shirts, Kappen, Unterwäsche, ja, Sporttaschen, was auch immer. Ich komme mir gerade vor wie so ein Verkäufer. Ach so, ich bin Verkäufer. So. Ja, auch mal was vielleicht für den Herbst, wenn man joggen geht draußen. Longsleeve von Under Armour sind auch ziemlich geil. Ja. Hier vielleicht noch was Besonderes, was vielleicht nicht jeder Laden hat, nämlich Ringerstiefel und Boxstiefel. Die ganzen Ringer, die dann keine Ahnung haben, wo die ganzen Stiefel anprobieren können, bei uns könnt ihr es. Also Wittener, Dortmunder, was auch immer, Ringervereine, kommt zu uns, probiert die ruhig an, könnt ihr auch direkt bei uns bestellen. Und ja, natürlich halt Streetwear von Phantom, darf nicht fehlen. Hier, ne? Und was ich ziemlich geil finde, persönlich, ist der Stealth-Anzug. Der ist auch ziemlich geil, ne, für den Herbst, was zum Überstreifen. Ja, Cappies, was auch immer, Hoodies. Und vielleicht können wir noch einmal ganz kurz darüber gehen. Dann war es das auch schon, dann war es das mit der Ladenführung. Ja, wie man sieht, sind die einzelnen Stücke natürlich auch ausgestellt, kann man sie im Ganzen betrachten. Phantom MMA Taschen sind ziemlich geil, ziemlich stylisch, auch sehr praktisch. Everlast Schuhe, Rucksäcke von Under Armour, was auch immer, Flipflops von Phantom. Und ihr könnt natürlich auch euch alles anprobieren. Wir wollen euch ja nicht die Katze im Sack verkaufen, nicht, dass es hinterher nicht passt. Ihr kommt dann mit einem langen Gesicht wieder, probiert's an, habt da die Möglichkeit natürlich hier. Ja, last but not least, unsere kleine Ecke hier mit den Puma-Sachen für die Ladies.
Under Armour, die machen auch ziemlich schicke und funktionelle Sachen für Damen. Ne, auch sehr schöne Farben, wie man sieht, liegen auch sehr gut. Ich persönlich habe es selber nicht anprobiert, aber ich schwöre da auf Erfahrungsberichte. Ja, Hard for Life ist mit so einer Hausmarke von uns, beziehungsweise nicht von Cuidado, aber die sind mit hier drin. Genau, und Schuhe natürlich auch von Puma, Under Armour. Ja, wir sind zurück. Vielen Dank für die Tour. Ich denke mal, jetzt weiß jeder, was einen hier erwartet und auf jeden Fall vorbeikommen. Ja, das letzte Wort gehört euch, wenn ihr noch was loswerden möchtet und ganz wichtig, vielleicht nochmal die Adresse nennen. Gut, fange ich bei dir an. Also Dortmund, Huckade, ja, ganz wichtig. Ramerstraße 35, direkt neben Bäckerei Wulff, kann man nicht verfehlen. Kennt bestimmt jeder. Ja, ich meine, wir haben jetzt alles hier gesehen. Jeder, der auf Sporternährung steht, Leistungssteigerung steht, ja, der Ernährungspläne braucht, Trainingspläne braucht, individuell auf seinen Körper abgestimmt, ist bei uns goldrichtig. Alles, was Equipment angeht, natürlich auch. Ja. In dem Sinne übergebe ich das Wort an den AJ. Ich bin damit durch und wir freuen uns auf euch. Ja. Was soll man noch genau sagen? Ich glaube, durch sind wir momentan alle von dem ganzen Umbau und so weiter, aber ja. Das Resultat habt ihr ja gesehen und ich glaube, es hat sich gelohnt und es lohnt sich definitiv vorbeizukommen, was Ernährung angeht. Top Mann, ne? Kann man sich wirklich drauf verlassen. Equipment, Top Mann. Ja, kommt vorbei, macht euch ein eigenes Bild, einen kleinen Einblick hattet ihr. Genau. Die Adresse habt ihr auch. Ramerstraße 35. Okay. Sag's nochmal. Ramerstraße 35. Genau, Ramerstraße 35, nochmal für alle. Und für Schulen, Kampfsportschulen, Trainer, ganz wichtig, gibt es auch noch besondere Aktionen. Das heißt, wenn ihr eine Kampfsportschule leitet oder selber Trainer seid oder sonst irgendwas, kommt vorbei, wir haben spezielle Preise für euch. Wir sind sowieso billig, billig, billig. Ne? Also unser Slogan so oder so, schmutzige Preise, saubere Beratung. Und genau so trifft es zu und bei den Trainern gibt es noch schmutzigere Preise. Also ja. In diesem Sinne, kommt vorbei, wir sehen uns.